Ja, was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist der Zockfrosch. Willkommen zurück bei einem neuen Gameplay zu Battlefield 4. Heute mal TDM auf der Map Sturm auf Paracel. Ja, ich hatte mal wieder spontan Bock aufzunehmen und bitteschön. Ich bin heute zwar unglaublich scheiße drauf, weil ich bin eigentlich übelst müde von der Arbeit, aber scheißegal. Hier habt ihr einen Gameplay. Ich hoffe, ich lose es nicht allzu sehr ab, weil ich bin einfach nur lame heute. Unterwegs mit der PP2000. Richtig geile Nahkampfwaffe, habe ich ja schon im letzten Gameplay gesagt. Und mit der Waffe ist einfach wirklich alles wegzuholen, was eben so geht. Wenn man halt mal nicht gerade stirbt. Scheiße. Da gefallen mir die anderen Maps schon ein bisschen besser, aber die hier, die ist irgendwie nicht so schön, aber sie sieht wahnsinnig geil aus mit diesem ganzen Licht. Und, na, die Grafik spricht schon für sich, also... Es ist einfach nur, es ist nur noch schön. Yes, ich habe die UMP45 freigespielt. Geile Sache. Die werde ich auf jeden Fall auch gleich spielen. Denn die ist nämlich auch richtig geil im Nahkampf. Ich habe sie in Battlefield 4 noch nie gespielt, aber in Battlefield 3 habe ich diese Waffe auch schon so oft gespielt, weil die einfach nur gut war. Und ich bleibe nur ein bisschen auch bei der PP2000. Das ist ja auch ein schönes Wäffchen. Wäffchen. Alter, war der schlecht. Ich bringe einfach immer die flachsten Witze, Alter. Da. Bin ich jetzt gestorben, weil ich einen Gewitz, weil ich einen Witz gerissen habe? Das tut mir aber leid. Naja. Gut, zocken wir die UMP. Mal gucken, was mit der Waffe so abgeht. Ah, sieht auf jeden Fall wieder richtig schick aus. Und gleich mal einweihen mit dem ersten Kill. Wow! Reflexzone, Alter. Reflex und... Ja, fick dich. Mit der ACWR. Übrigens auch eine richtig geile Waffe. Habe ich auch freigespielt, aber... Keine Ahnung, auf TDM... Ich weiß nicht, also irgendwie will die heute nicht so richtig bei mir, die Waffe. Keine Ahnung, irgendwie klappt es halt nur mit ruhigen Waffen. Wo, 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 wo. Moment. Wo, wo. Wo, what up, step? Wie hat euch eigentlich so mein Sniper-Montage-Video gefallen? Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut einfach mal in die Playlist von Battlefield 4 rein. Ich kann mehr so Montage-Videos bringen, also ich mache sowas eigentlich nicht, aber ich habe jetzt das bestimmt 2 oder 3 Mal in meinem Leben gemacht. Aber wenn ihr in Zukunft mehr sowas sehen wollt, dann bitte schreibt es in die Kommentare. So, und die Runde ist sowieso gleich vorbei, aber ich denke mal, ich schneide den Gameplay einfach mal für euch zusammen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, und willkommen zurück auf der Map Zavod 311. Eine richtig chillige Werkstatt-Map, wo hier überall Panzer rumsteht. Auf jeden Fall auch eine richtig schöne TDM-Karte, wo man auch aufs Dach raufgehen kann. Natürlich wieder für alle Camper. Eine richtig schöne Einladung, da oben auf dem Dach zu campen. Das mache ich natürlich nicht, weil ich bin kein Camper. Nee, also wenn ich mal richtig scheiße drauf bin, campe ich auch mal. Oh! Ah, verdammt. Du hast gewonnen, mein Freund. Mit der M416. Ich weiß nicht, also die finde ich in Battlefield 4 irgendwie nicht so gut. Also in Ding war die wirklich Hammer, die Karte. Die Karte. In Battlefield 3 war sie echt gut, aber in Battlefield 4, ich weiß nicht. Da sackt die Waffe so dermaßen ab. So. Wenn ich übrigens mal ein Gameplay bringen sollte, einen bestimmten Battlefield 4 Gameplay, schreibt es in die Kommentare, also wenn ihr mal irgendwie die Eroberung sehen wollt oder einfach mal ein Panzer-Gameplay oder keine Ahnung, schreibt das einfach mal rein. Ich werde gucken und werde dann das für euch aufnehmen. Und ja, wie gesagt, ich bin da ziemlich offen für Wünsche, also schreibt es einfach mal in den Kommentaren und ich werde sehen, was sich da machen lässt. Auf der Map gibt es eine richtig coole Abkürzung. Oh. Oh, das war meiner. So, hier kann man nämlich richtig schön in den Tunnel reingehen. Mal gucken. Vielleicht treffe ich hier gleich mal einen Gegner. Nee, das sind meine Leute. Tja, nicht chillen, Kollege. Losgehen und die Gegner töten. Ich dachte gerade, das wäre ein Gegner. Alter, was ist denn los? So, ich gehe jetzt mal aufs Dach rauf. Nee, gehe ich nicht, weil sonst bin ich tot. Ich gehe wieder runter. Ganz kurz. Vielleicht. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen sicherer, als aufzugehen. Heute ist Granatenwetter, ihr Ärsche! Ja, heute ist Granatenwetter, ihr Ärsche!
Ne, das ist doch jetzt mal ein Spruch. Ne? Heute ist Granatenwetter hier, Herrsche. Oh, tatsächlich. Ha! Tja, Kollege. Heute ist Granatenwetter hier, Herrsche. Jawohl. So, und der Zockfrosch kann sich auch ganz cool zum Wetterfrosch umperformieren. Und der Wetterfrosch sagt euch jetzt folgende Wettervorhersage auf den Dächern von Zabot 311. Sind Arschlöcher auf den Dächern zu finden? So, würde mal Zeit, dass ich für diese UMP mal einen Scope freischalte. So. Der nächste. Ha. Boah, Alter, ihr behinderten Dachspawner. Ich hasse euch so. Ich schwör's euch, ich hasse euch so. Ah, meine Fresse. Ohne Scheiß. Diese Wichser sollten alle gebannt werden. Alle. So. Warum spawne ich eigentlich immer in diesem scheiß Keller, Alter? Was soll ich denn hier drin? Sehe ich aus wie eine verdammte Kellerratte? Scheiß hier, hier wird mich... fuck. Hier. Alter, ganz ehrlich. Ich gehe jetzt wieder aufs Dach rauf, ohne Witz. Ich habe keinen Bock mehr. Tja, Kollege. Das passiert, wenn man hier einfach nur blöd rumläuft und zu nichts gut ist. Solche Leute wie du sind das definitiv. So. Ja, ja. Battlefield 4. Wird nicht langweilig. Einfach nur immer wieder gut. Wow. Oh, krass, 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 krass. Alter, den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Überhaupt nicht. What the fuck, Alter. Da sind sie gleich zu fünft. Krass, Alter. Ja, richtig chillige TDM-Map auf jeden Fall. Wie gesagt, da kann man sich richtig schön austoben. Aber man muss bedenken, dass man auf dieser Map sich wirklich gut verstecken kann. Also, es passiert hier nicht selten, dass man mal ab und zu mal einen Gegner übersieht. So, und als Abschluss noch ein kleines Sniper-Ründchen für euch. Ich bin zwar nicht so der Sniper, aber... eventuell... nicht im Ernst, Alter, ne? Die ganze Zeit laufen auf dieser Map keine Sniper rum, aber kaum nehme ich eine Sniper, kommen sie wieder. Aber ich bin schneller. Ich bin schneller. So, Zeit für Dachcamping. Ich bin ein Sniper und ich muss aufs Dach. Wenn ich es schaffe und überlebe. Und ich denke mal, dass der dann stirbt. Ha! Wer hätte das gedacht? Und ich wurde befördert. Level 8. Was für ein schöner Abschluss für dieses Video. Ja, Leute, ich denke mal, das war's dann noch erstmal mit einem weiteren kleinen Gameplay von Battlefield 4. Wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten, wir sehen uns wie gewohnt bald wieder. Schaut auch mal meine alten Videos. Ich habe noch viel, viel mehr auf meinem Kanal. Würde mich freuen, denn die Videos, die haben leider noch nicht so viele Likes bekommen und leider auch noch nicht so viel angeklickt. Und auch noch nicht so viele Klicks, was ich ein bisschen schade finde. Wie gesagt, schaut einfach mal bei meinem Kanal vorbei und checkt die anderen Videos ab. Ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder mit einem Battlefield-Gameplay. Und jetzt ist sowieso irgendwie Map-Change. Von dem her, macht's gut. Ciao.